Ich hatte auch ein richtig, also jetzt, nachdem du ja gestern von irgendwie abgefuckten Träumen erzählt hast, hatte ich diese Nacht irgendwie so einen richtig harmlosen und friedfertigen Traum so gefühlt. Also ich erinnere mich nur noch an diese eine Szene. Ich komme so in mein Zimmer und sehe so, die Bettdecke atmet. Und dann schlage ich die Bettdecke so nach hinten, da liegt da meine Katze. Und da habe ich gesagt, oh, okay, ich lege mich dazu. Dann haben wir halt einfach in meinem Traum im Bett gelegen und fast geschlafen. Das war alles. Also keine Ahnung. Was für ein Traum. Ich Ja, auf kann jeden mich auch Fall. nur etwas schwergängig heute an was erinnern. Und zwar habe ich heute geträumt gehabt, dass ich irgendwie in irgendeinem Einkaufszentrum gewesen bin. Das hatte eine Rolltreppe gehabt und ich bin hochgelaufen. Das hatte aber irgendwie geschlossen gehabt. Wir waren trotzdem drin. Und richtig komisch. Und dann weiß ich noch, okay, ich war in meiner Wohnung und meine Eltern kamen zu Besuch und ich hatte irgendwie Fenster oder diese Rollläden an den Fenstern gehabt auf einmal, obwohl sie, ja, physisch gesehen nicht da sind, wenn ich gerade aus dem Fenster schaue. Und dann ist mir aufgefallen, ey, scheiße. Ich brauche ja einen zweiten Bildschirm, aber ich habe zum Glück ja in meinem Schlafzimmer noch einen Bildschirm, der relativ gut ist. Und dann habe ich ja den Bildschirm halt eben genommen, wollte ihn in mein Arbeitszimmer packen. Dann kamen meine Eltern so reingeplatzt. Was machst du denn da? So, richtig behindert, Alter. Und Kind. Ja, moinsen und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind im Race mit Kleda natürlich. Das habe ich fast vergessen. Das ist korrekt. Und ich persönlich bin jetzt gerade an der Stelle, wo ich mir denke, was soll ich jetzt tun? Ah, kritisch. Ich müsste jemanden befreien. Die Frage ist, wie stelle ich das an? Ich habe im letzten Patch schon mit jemandem geredet und so, und der konnte mir jetzt irgendwie auch nicht so gut weiterhelfen. Deswegen danke dafür. Also ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück in die Goronstadt. Ich habe noch mal eine zweite Brandschutzmedizin gesüffelt Ah, lecker. und schaue dann mal, ob ich vielleicht schon die Rüstung holen kann. Aber die ist ziemlich teuer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Oh, die Moblins gehen mir auf den Sack. Hilfe! Aber ich glaube, ich muss jetzt auch den Typen retten irgendwie oder zumindest erstmal schauen in der Mine, wo der da ist und alles. Ja, genau. Mal Ich schauen. zieh mal die Brille an, sonst komme ich hier gar nicht klar. Eispfeile. Oh, lecker. Oh Gott, ey. Drecks schwarzer Moblin, der so an sich schon stark genug ist. Und dann kommt er noch mit Feuerpfeilen an, ey. Leck mich! So, okay, hier oben ist halt diese eine Stelle. Muss ich irgendwie. Muss ich Wie dahin? viel Geld? Muss ich Ah, so dahin? wenig Geld habe ich nur. Das ist Also. natürlich nicht so schön. Ich habe halt das meiste gerade eben für das ganze Outfit ausgegeben. Also, was heißt gerade eben? Gestern halt, du Ja, weißt. ich guck gerade, ich muss jetzt auch mal zu diesem, ich glaube, das ist er. Mal schauen, wie teuer ist der Scheiß denn. Alter, ich kann mir kein einziges Teil leisten. Wie geil ist das denn? Du verkaufst doch, du kaufst doch auch an. Es ist so lange her, dass ich diesen Scheiß gemacht habe, aber. Oh, ja. Ja, Lecker. das reicht jetzt nicht. Gebongt! Ja, geil. Ich hoffe übrigens, ey, dass ich in diesem Part wirklich schnell vorankomme und so, weil ich glaube, ich treibe mich mehr rum, als ich irgendwie was mache. Ich laufe halt durch die Gegend und so. Und um mich nochmal zu revidieren, sorry Leute, das tut mir total leid, falls ihr das falsch verstanden habt. Wenn man das jetzt mal in dem Voice wie Dieter sagen würde. Oh, es tut mir echt total leid. Und sorry. Sorry, echt. Ja, was Boah, möchtest du ey. sagen? Ja, und zwar, ich weiß nicht, also so im Prinzip, das Spiel macht ja Spaß so, ne? Ich meine, jetzt gerade wo ich es halt im Race spiele, muss man halt wirklich schnell durch und hat halt nicht die Zeit, alles irgendwie zu erkunden und sich für alles Zeit zu nehmen. Ja, und ich denke mir so, wenn ich das jetzt nicht als Race betrachten würde, würde ich das Spiel vielleicht sogar noch mehr zu schätzen wissen als jetzt gerade, wo ich mir denke, wie komme ich in diesem Kackspiel voran und warum funzt hier nichts? So, ich rush ja durch und du tust es ja auch und deswegen hat man halt nicht so die Möglichkeit, sich alles nochmal durchzulesen oder anzuhören oder die ganzen Tipps und Tricks der Steuerung wahrzunehmen, weil du halt eben übelst schnell, ja, unterwegs sein musst und so. Deswegen, ich kann mir vorstellen, wenn ich es in Ruhe spielen würde, würde ich das Spiel vielleicht sogar ziemlich feiern. Ich habe ja letztes Jahr auch ziemlich viel Zelda gespielt und ich fand es ja auch cool so. Klar gab es Stellen, die mich abgefuckt haben und das gibt es halt in jedem Spiel. Jedes Spiel hat irgendwie so Stellen, wo du dir denkst, Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Und das, ja, es gibt halt in jedem Spiel die Stellen, die du halt nicht so geil findest und du zu bemängeln hast, aber ja. Nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt auch von Grund auf ein Hater.
auf Kriegsfuß mit Zelda BOTW. Laufe ich gerade richtig? Ja. Mhm. Oder wenn man das Ganze aus der Sicht von der Schule des Manitou betrachtet, das Kriegsbeil. Oh ja. Auf Kriegsbeil mit Zelda Breath of the Wild. Ja. Grab das Kriegsbeil aus, da ist das einfach so eine so ein Stuhl, Alter. So ein Klappstuhl, Alter, man kennt. Oh nein, sie haben den Klappstuhl. Nee, warte. Die Goron haben uns den. Nee, Goron sag ich ja schon. Die Shoshone haben uns den Krieg erklärt. Und sie haben den Klappstuhl ausgegraben. So, muss ich längs. Hier. So, den haben sie dann aus den Lava-Seen dann entnommen. Oh ja, genau. Oh nein, ich bekomme gerade meinen ersten Blutmod reingedrückt. Oh, wie geil ist das denn? Hast du schon einen gehabt? Nee, tatsächlich. Natürlich bekomme nur ich den, es ist so klar. Man kennt! Ja, wird schon noch kommen bei mir. Also, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Ich hoffe, ich kann ihn auch beim ersten Dialog skippen. Das sind dann. Das wäre halt kacke, ne? Wenn du halt. Oh Gott! Wenn du halt das Race verlierst, weil der Blutmond gekommen ist. Nein. Bei dir ausschließlich und ja, das sind halt Sekunden, die du nicht auffüllen kannst. Und beim Kontrahenten kommt das nicht, aber sieht alles gut aus. Ich könnte es skippen. Und du meintest, hier irgendwo ist auch die Statue der Göttin oder so? Ja, direkt neben dem alten Sack. In der Stadt. Das müsste aber direkt hier unten sein. Kann ich ja, das doch. Umdrehen. Ich muss da eh nochmal mit dem alten Sack reden, deswegen ist es gut, dass ich nochmal hier hingekommen bin. Und da ist sie ja. Sie hat eine Krone auf dem Kopf. Sie ist ein Döner. Ja. Absolut korrekt. Mhm. Manche kommen sich aber auch echt cool vor mit ihrer Burger King Krone auf dem Kopf, ey. Gibt es eigentlich noch Burger King Kronen, die in Burger Kings ausgestellt sind, die man sich einfach mitnehmen kann? Gute Frage, ich bin ja nie, keine Ahnung. Achso, oder ist das so ein Marketing-Gag, der jetzt nicht mehr zutrifft, weil das so ein 90er-Jahre-Ding war? Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Mhm, das dachte ich auch. Toll, er gibt mir Brandschutzmedizin, dabei brauche ich keine mehr, Alter. Was ist denn bei dir los? Geil, ich bräuchte sie wahrscheinlich, weil ich nicht genug. Ja. Oh nein! Und du hast nicht genug Rubine, um dir eine bessere Rüstung zu kaufen? Ja. Das könnte ein Problem werden. Ich denke auch, ich muss mich halt schnell genug beeilen, um zum Titan zu kommen eigentlich. Aber das schaffe ich, glaube ich, zeitlich nicht ganz. Na, mal gucken. Also ich würde halt am liebsten auch noch ein paar Schreine auf dem Weg machen. Ich hoffe, es gibt hier noch welche. Gute Frage eigentlich. Ich glaube ein mindestens. Es kann sein, also ich weiß halt nur die grobe Umgebung des Spiels, aber nicht mehr, was hier genau alles abgegangen ist. So, jetzt ist die Frage. Okay, ich muss jetzt dahin. Okay. Dann ist die Frage, wie komme ich denn da hin jetzt? Das werde ich jetzt hoffentlich in den nächsten Sekunden rausfinden. Ah! I hope so. Aber du kriegst ja so viele Waffen einfach geschenkt in Goronia. Das ist doch nicht normal. Das sind halt Waffen, die halt Zweihänder sind, aber... Das ist doch gut. Das passt schon, ja klar. Kann helfen, vor allem bei Bossfights dann eventuell. Natürlich. Okay, ich habe den Typen befreit, dann komm mal raus hier. Ach je, es ist halt so traurig, dass du Nein. Ja, dass du wirklich so weit bist, Alter. Ich meine, du kannst mich sogar jetzt noch in diesem Part vielleicht sogar einholen. Dann bist du ja quasi, also du kannst mich quasi schon überrunden. Weil, wenn man jetzt jeden einzelnen Titan als Runde sieht, bist du ja schon fast auf dem Weg, mich zu überrunden, wenn du mich gleich eingeholt hast. Mhm. Das ist traurig. Ich komme darauf nicht klar, ey. Wie langsam war ich bitte? Ich glaube, ich muss echt hier hin. Doch, das kann sein. Ich glaube, ich schaffe das mit den beiden letzten verbliebenen Brandschutzmedizinen zum Titan zu kommen. Dann war die Geldausgabe mit dem Rüstungsteil eigentlich unnötig. Ja, doch, das kann sein. Passt schon.
Ich muss auch noch bedenken, dass ich mir für, ich weiß nicht, braucht man unbedingt für das Orni-Gebiet Winterkleidung oder geht das auch so Ein, klar? ja, aber ein Teil reicht. Du hast das Winterwams hast du ja schon und ich glaube, ich habe mir noch die Hose dazu geholt Ja. und das hat ausgereicht, damit mir nicht kalt war. Ja gut, das kann natürlich sein, ne? Ich dachte halt, okay, es gibt halt dort Kältezonen, die viel höher sind, als man denken möge. Also, dass du quasi, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Berg betrachtest, der halt bei diesem Ornidorf ist, also quasi direkt daneben, da kann ich mich dran erinnern, dass es dort auch ziemlich kalt war und dass man dort auf jeden Fall nicht mit dem Winterwams klarkam. Was macht er da? Er will nicht klettern. Er will nicht. Warum will er nicht klettern? Also das ist wieder was ich bemängeln muss. Es geht halt nicht. Also er ist halt quasi Link hängt an der steilen Wand fest, aber macht keine Anstalten irgendwie zu klettern, sondern er rutscht lieber ab und springt runter. Naja, geiler Typ. Das kennt man doch, oder? So Link auch so, oh, ich gucke mir jetzt diesen Felsen an, ich gucke ihn mir immer noch an. Ich gucke ihn mir immer noch an, so und Ja. boah, plötzlich habe ich die Erinnerung. Ah, Mann, ey. Boom! Es ist halt wirklich so, er kneift die Augen zusammen und so, BÄM, die Erinnerung. Ja, ich finde es aber auch irgendwo sinnig, weil das ist ja hier dieser. War das Darunia, der dort festgehalten worden ist an der Wand? Oder war das Daruk hieß der, Daruk, oder? ne? Ja. Okay. Also ich dachte, man hätte da irgendwie diesen N64 Darunia genommen. Gut, wobei der wäre ja viel, viel polygonhafter gewesen, ne? Okay, ja gut. Das stimmt auch wieder. Jetzt kommen überall Steine, ey, Kacke! Steine, ey, Kacke, ey. Oh. Na komm. Und da ist noch ein Schrein, ich glaube, ich mach den sogar jetzt. Alter, Ja, was? den werde ich wahrscheinlich dann auch erinnern. Na komm, ich will da hoch. Und dann mal schauen, wie hoch ich komme. Hast du schon den Schrein gemacht, der in Jetzt. Goronia gewesen ist? Ja. Scheiße. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Quest mit dem Bring Yunobo zum Zu dieser Titan. Brücke oder wie die heißt da. Ja. Ich war, glaube ich, im letzten Part schon mal dort, aber naja, halt relativ ja, zu früh. So, was haben wir jetzt hier? Bitte lass es keine. Okay, Flugdauer. Okay. Ah, ich weiß, was das ist. Muss ich mich hierfür heilen? Ich hoffe mal nicht. Reicht das aus? Als ob ich jetzt so viel Fallschaden kassiert habe. Leck mich. Ein Rüstungsteil aus der Feuerrüstung reicht aus? Echt jetzt? Anscheinend, ich bin gerade total perplex. Das ist ja voll der Beschiss. Warum gebe ich mir so viele Mühe, Alter? Also, das muss man sagen. Ich bin gewissenhaft, ja? Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich nicht erwartet tatsächlich. Na komm, renn da hoch. Na los, na los. Okay, alles klar. Dann, vielleicht schützt es mich nicht über so gut, wenn ich in Feuer drin stehe und Lol, der ganze das war Kram mal und ein so. schneller Schrein. Ich werde es gleich sehen. So, ich heile mich ja noch schnell mit den heißen Quellen. Also ich habe wahrscheinlich wieder länger gebraucht, als ich eigentlich müsste, aber ja. Ich glaube, eine knappe Minute war ich jetzt hier drin. Nice. Dann mal Das schauen, wie ist lange ich sehr dafür easy. brauche. Und ich habe schon wieder zwei neue Zeichen der Bewährung. Ja. Geil. Oh, zu lange gebraucht. Ich habe doch so viele Rubine. Ich habe jetzt 483. Ja, läuft. Ist doch cool. Ja, also vielleicht gehe ich echt nochmal nach Athenos zurück und hole mir die Ausdauer oder hole mir das Herz wieder, das ich halt durch die Ausdauer ja, investiert habe, ey. Das war vielleicht zu Ja. unnötig. Das, ja. Alter, der ganze Berg rastet vollkommen aus. Ja, ging mir gerade eben aus. Ich wurde getroffen und bin fast gestorben, Alter. Das war nicht so Same geil. gerade. Aber ich finde es sehr schön, dass der Schrein sich der Lava sehr optisch Ähnelt, ne? sehr Genau, das ist ja, voll ähnelt. gut. Hat Ich was. meine, das kannst du in anderen Gebieten aber jetzt nicht unbedingt sagen. Nee. Zum Beispiel so, oh, dieser rote Schimmer des Schreins, das sieht voll scheiße aus hier im Ornidorf, ey. Ja, ich muss auch zugeben, ich hätte es cooler gefunden, wenn die Schreine sich optisch irgendwie unterschieden hätten. Vielleicht nicht alle, aber dass man 120 Mal dasselbe hat, ist dann doch ein bisschen ermüdend auf Dauer, theoretisch. Also klar, Ja, es soll auch so gut. sein. Es soll natürlich auch so sein, wiedererkennungsmäßig. Du guckst einmal rüber und sagst, okay, das da, das da, das da und das da. Aber, ne, ich weiß nicht. So.
bin auch jetzt in diesem Schrein. Ja. Ich habe mir auch kürzlich noch mal irgendwie meine ersten Breath of the Wild Parts angeguckt, wo ich halt ja gerade noch so im Zora Dorf unterwegs war, um halt zu gucken, so wie habe ich mich damals so angestellt. Ja. Und mein Kommentarstil ist einfach nicht mehr zu vergleichen. Ich war im letzten Jahr wirklich so asozial, ne? Ich keine Ahnung, es kam mir so vor, als hätte ich da gerade im Jahre 2015 kommentiert, nicht im Jahre 2017. Ich habe das Gefühl, dass Yo-Kai Watch meiner YouTube-Persönlichkeit insofern weitergeholfen hat, dass ich einfach viel werbefreundlicher wurde, weil es halt einfach nicht normal war, wie ich mich da ausgedrückt habe und so. Also, ja. Das Hasenwort, das war dann nämlich, sehr präsent, omnipräsent. Ja, das Hasenwort, man kennt's. Ja, genau das. Ich hab den Schrein auf und ich hab mich auch dumm angestellt, bin einmal runtergefallen. Ja, man kennt ihn. Ich bin auch, ja, ich habe auch Fallschaden kassiert, so, das war ja, nicht das Geilste. Ah, na gut, bin ich durch, dann geht es jetzt zur Quest. Du hast mich halt echt fast eingeholt, Alter. Ich weiß auch gar nicht genau wie. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so unfassbar schnell gemacht. Ne? Nee, aber du musst halt bedenken, ich habe halt fast einen Part gebraucht, um diese verdammten Löschzwerge zu bekommen. Ah, das und dann hast du auch noch mal einen ganzen Part gebraucht wegen des Leunen-Problems. Ja. Ja, genau, so, das so kam das zustande. Das hat schon ausgemacht, aber krass. Natürlich macht er so viel Schaden. Genau. Ja, bin Game Over. Oh Mann. Ja, mal schauen, wie es bei mir jetzt gleich aussehen wird. Also ich weiß nicht, ob man gegen diese Moblins kämpfen muss, du wirst sie gleich sehen, aber... Ja, ich sehe sie jetzt. Alter! Ja, mach mir halt irgendwie 60 Herzen Schaden. Ja, ging mir gerade eben auch so. Ich habe Wiefers Fähigkeit bekommen, so. Natürlich bin ich jetzt hier... Okay, du hast mich offiziell eingeholt, ich bin jetzt wieder vom Schrein. Macht Sinn. Ich bin also offiziell gerade ein bisschen weiter als er. Also ich habe den ersten Moblin besiegt, der zweite war auch fast kurz davor getötet zu werden, aber irgendwie... Ja. Habe ich mich gerade selbst... Was? Ach, die explodieren instant! Ja, das ist natürlich dumm. Okay, also Bombenpfeile, ich gebe dir mal diesen entspannten Tipp. Bombenpfeile würde ich an deiner Stelle nicht benutzen. Denn, Im heißen Gebiet explodieren ja, die selbst. Ja, okay. Hoppla. Man kennt ihn. Ich würde einfach irgendwas sehr Starkes benutzen. Hey... Hab ich dich? Wie kommt das denn? Das macht keinen Sinn, dass der mich einfach anrennt. Ich bekomme so viel Schaden. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ich hab sie besiegt. So. Was ist das denn? Erzbohrer. Ja, den nehme ich mal mit. Oh Mann, ey. Gut. Ich habe jetzt leider ein paar Pfeile verschwendet. 3 Stück, glaube ich. Jetzt habe ich keine mehr. Von den Bombenpfeilen ist natürlich ein bisschen doof. Vielleicht kaufe ich mir noch neue später. Und mit später meine ich, wenn ich vor dem Titanenboss bin. Ja, ja. Jo, Kollege, dann lass mal los. Ja, habe ich jetzt auch gekillt oder habe beide jetzt gekillt, aber das war gerade zu unnötig, Mann. Ja. Dann wird es jetzt aber nochmal spannend. Also denkt euch mal, ich hätte jetzt noch keinen zweiten Titan. Wow! Fertig. Und dann könnt ihr mal vergleichen, wer schneller ist. Das ist jetzt wieder mal ein bisschen Kopf an Kopf. Danke für diese... Ja, danke. Ja. Ja. Muss man das doch machen. Ich habe das Gefühl, du wirst bei Gunn sein, wenn ich gerade in irgendeinem Kack-Titan bin, Alter. Das ist... Schauen wir mal. Bärenbrücke unten. Geiler Typ. Ah, diese Mission, die wird mich gleich noch aufregen, glaube ich. Das war letztes Jahr so cringe, als ich das hier gemacht habe, den da hoch zu eskortieren, diesen Yunobo. Dicky, hä, lauf doch nicht weg. Komm doch zu mir. Ja. Los. Ja. Oh, schneller, ich bin flott unterwegs. Was ich mich gerade frage, ob man die Kanone schon benutzen kann, bevor überhaupt.
Also bevor man gegen die Moblins gekämpft hat, ist das möglich? Wahrscheinlich nicht. Varudania. Fun Fact, wusstet ihr, dass das eigentlich nur Darunia mit umgetauschten Silben ist? Ha, das wusste ich nicht. Natürlich rollt die Bombe noch weiter weg, ja, ist klar. So ein Dreckspiel. Kann es nicht skippen. Oh Mann, wieso hat der Hurensohn eigentlich auch so diese merkwürdige... ich meine, dieser fiese Kerl. Der hat eigentlich auch solche merkwürdigen Dinger in sich drin. Ich meine, ganz im Ernst. Was ist das? Ach je, ich weiß es auch nicht. Kann man hier mal das ganze Projekt doch mal schauen und mitzählen, wie oft ich Haarsohn gesagt habe? Also ich würde auf 3 schätzen, bis 4. Ich habe das Gefühl, ich bin schon bei 10 oder so. Ja. Gut, da habe ich dir die anderen 6 Mal nicht zugehört. Ist doch auch was Schönes. Ich versuche die ganze Zeit Augenzwinkern zu sagen, weil ich nicht merke, dass ich... Es ist das zweite Pfeifen. Pfeife, um dein Pferd herbeizurufen. Alter, das ist Yunobo, das ist Gro, das ist kein Pferd. Spiel. Mal ganz im Ernst. Richtiger Hengst. Die wollten damit sagen, dass Yunobo ein richtiger Hengst ist, Alter. Ja. Oh, jetzt brenne ich wieder. Also ich brauche doch anscheinend die gesamte Rüstung. Ja, aber du hast ja eh deine Tränke, also. Ah, ich glaube, jetzt bin ich so nah am Vulkan, dass es nichts mehr hilft. Das könnte Sinn ergeben. Ja, ich habe jetzt noch viel Brandschutzmedizin. Nicht. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, als ob die Brandschutzmedizin nicht hilft. Ja, aber meine Rüstung hat nicht. Ja, okay, gut. Dann passt das ja. Ich hoffe, du hast viele Holzsachen dabei, die jetzt gerade elendig verbrennen. Ich habe jetzt aktuell nur Eisensachen ausgerüstet. So ganz blöd bin ich auch nicht. Aber ja, ich habe viel zu viele Holzsachen, das ist richtig. Hast du eben mit dieser Sequenz gemeint, diese, die du nicht skippen kannst, von wegen, dass die ganzen Wächter aus Varudania rausgekommen sind? Ja, ja, ja. Ja, da bin ich, glaube ich, 2 Minuten oder so hinter dir. Wow. Plus noch ein ganzer Tempel, also ja. Ja, aber hier bei dieser dämlichen Escort-Mission muss ich ja ewig oft anhalten und du auch, also. Ja. Mal schauen, ob ich öfter anhalte oder du in der ganzen Kram. Um dein Pferd zu rufen, Alter, das ist ein Meme, Alter. Ja, das dachte ich auch gerade. Wow, Alter. Ja, jetzt ist halt so die... Bleib mal. Jetzt ist halt so die Frage, wie komme ich da am besten hin? Ich glaube, ich musste sehr viel mit Pfeil und Bogen arbeiten, aber... Mal sehen. Ich komme! Ja, komm. Das könnte man auch pervers deuten. Lol. Das könnte man deutlich perverser deuten, als ich es gerade tue. So, ja, und stopp, du bleibst da. Muss ich hier runterkommen? Ja. Beeil dich, du fette Sau! Meine Güte. Natürlich. Jetzt ist so die Frage... Oh ne, die Mission gilt nicht als gescheitert oder so. Du bekommst halt nur eine Ladung dieser fetten Magma-Kugeln ab und so. Oder Lava-Kugeln. Aber Tipp. Hat sich beruhigt. Ein Tipp von mir. Bau unbedingt Erze auf dem Todesberg hier während der Escort-Mission ab. Ich habe gerade irgendwie 4 oder 3 Diamanten gekriegt. Lol. Ich bekomme natürlich eine Feuersteine und so eine Scheiße. Lol. Ja, okay, doch, das ist ein cooler Tipp. Aber auf Dauer, also ich glaube ganz sicher, dass du da irgendwo noch welche findest. Ja. Kriegst du gut Asche. Also Asche auch, hier ist ein Vulkan, haha, aber nein, ich meine Geld. So, kommst du da vorbei, du fetter Mönch? Nee, auch kommst du nicht. Digga? Hä, Junge, was ist dein Problem? Da wollte ich nicht. Okay, Stasis-Modell. Ich glaube, das ist richtig. Ja! Ich will nicht wissen, wie weit du schon voraus bist. Ich glaube, du bist schon fast oben auf dem Todesberg, oder? Ach, Quatsch. Ich habe gerade die erste Drohne getötet mit so einem Stein von oben. So, Yunobo, du alter Hengst. Der alte Hengst. Yunobo hat dich wohl nicht gehört, Alter. Mein neues Pferd hat mich leider nicht gehört. Schade. Das ist bitter. Ah, Moment, nee, du kannst herkommen. Aber wo ist denn der eigentlich jetzt? Als ob der immer noch nicht weiter... Der steht einfach immer noch unter diesem Scheißstein, Junge. Komm doch hinterher, du Arsch. Oh mein Gott, Kai, du glaubst es mir nicht, aber es geht gerade der Blutmond auf. Ha! Boah, das ist ja... Oh. Das aber ist nice. Ja, kenn ich gar nicht. Ich weiß nicht ganz, ob das Ganze jetzt irgendwie normal ist, eine Latenz zu haben von die jetzt 23 Minuten. Ich war kurz, ja. Ich meine, ich hab die Sequenz ja vor knapp 20 Minuten bekommen und du jetzt halt ja, gerade eben... Vielleicht
war ich, dadurch, dass ich im Titanen war, wurde vielleicht der Tag-Nacht-Zyklus für den Blutmond anders eingestellt oder es hat andere Gründe, die ich nicht ganz erläutern kann. Oder vielleicht ist es echt zufällig und wir haben quasi ja. Glück, dass es so nah beieinander liegt. Was echt mal interessant wäre, wenn man zwei verschiedene Spielstände startet und rausfindet, ob es da wirklich ein zu gleichen, ich sag mal, ja. Ich kann mich gerade nicht erklären, das tut mir leid. Ob das zur gleichen Zeit kommt oder nicht. Ja, ja, genau, ob, richtig. Oder ob das Zufall ist. Ich weiß, glaube ich, dass mein erster Blutmond nahe Kakariko gekommen ist auf dieser Prärie, sage ich jetzt mal, wo man das erste Mal diesen Kawashima oder wie der heißt, treffen konnte. Ja, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr dran. Was ich allerdings gerade noch. Ups, das möchte ich gerade nicht. Was ich allerdings noch ansprechen wollte kurz, denk daran, dass du Yunobo auf den Titan feuern musst bei der ersten Kanone. Den Fehler habe ich ganz am Anfang gemacht, als ich das erste Mal hier war, dass ich komplett hochgegangen bin und nicht gerafft habe, dass ich ihn erstmal, dass ich den Titan auch abballern muss. Ich dachte, ich muss erstmal ganz nach oben kommen. Witzigerweise. Ja, ich überlege auch gerade. Also wenn du die erste Kanone siehst, Ja, ich schau Yunobo rein und schau ihn rauf. Okay, so. Cool. Ich glaube, das war auch so ein Ding, woran ich vorbeigelaufen bin. Ich bin halt weiter nach vorn gelaufen und habe mich gefragt, Alter, wie zum Teufel kann ich jetzt da in den Titan reinkommen? Ich bin doch oben weit genug, ich habe die ganzen Wächter, Kopter besiegt, so, was soll das denn? Ja, das habe ich mir halt wirklich auch gedacht. Aber wir sind jetzt da ein wenig erwachsener, reifer und vor allem schlauer. Oh, was ist jetzt los? Ja. Yeah. Ach, der Blutmond. Tschüss. Sequenz geskippt. Vor allem, ich habe als die Blutmond-Sequenz kam erstmal einen fetten Lavastern in die Fresse bekommen. Das war auch geil. Habe ich gefeiert. Nein, du sollst nicht anhalten. Ach, ich sollte das nicht machen, wenn ich hier rumlaufe. Ist das richtig, wenn ich jetzt hier hochgehe? Ist hier wieder irgendwas, was mir helfen kann? Da ist was. Doch, da. Ah! Hoffen wir, dass diese fetten Kisten helfen, die alten Schweine. Na, Moinsen! Natürlich, so eine fette Metallbox hilft dabei. Nein! Wächter zu klatschen, ist klar. Digga! Was? Es gibt gleich eine. Alter! Es gibt. Wow! Was denn? Also, es gibt gleich eine Stelle, wo du ja so eine Metallplatte oben auf zwei Berge hinlegen musst, damit. Yunobo rüberkommen kann, oder was? Nee, damit. Nicht nochmal. Bleib da liegen. Damit das Licht nicht von der Wachtdrohne runterkommt. Und ich hab's falsch platziert und das Scheißding ist runtergefallen und hat mir einfach fast alle Herzen abgezogen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal was futtern. Nicht runterfallen. Oh ja, scharfe Bratschi ist hier am Vulkan essen. Da habe ich ja richtig Lust drauf. Ich hätte das essen sollen. Ich kann diesen Wächter halt mit der Box überhaupt nicht erreichen. Vielleicht doch. Vielleicht muss ich es nicht mit der Brücke tun. Timo, weißt du was? Ich mach's nicht mit der Brücke. Ich mach's mit der Box. Ja, nice, okay. Ja, nice. Ich hätte vielleicht auch sozial sein können und die Kiste zwischen diesen beiden Felsspalten oder zwischen dieser Felsspalte irgendwie so aufstellen können, dass das Licht auch nicht darunter fällt, aber ja. Komm. Komm doch jetzt ran, Junge! Was ist dein Problem? Er steht vor mir, ich pfeife ihn an und er bleibt stehen. Wow. Und dann pfeife ich ihn nochmal an. In Ordnung. Ja, es ist in Ordnung, wenn ich dich gleich vergewaltige, du Arschloch. Alter, One-Hit-KO. Was ist das für ein unnormaler Guy? Kai, du hast Kai gesagt? Ja, ich bin unnormal. Hallo. Ich freue mich auf die schwarzen Moblins, die da gleich noch kommen. Ja, oh, ja, ich freue mich. Gleich meine ich wahrscheinlich genau jetzt. Oh, aber hier war ein Speicherpunkt. Jaha, nochmal getötet. Woo! Kommt der jetzt hier was hoch? Macht das? Kommst du jetzt hier hoch? Erneut versuchen. So. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer Zeitschleife gefangen.
Ja. Ich hab das Gefühl, der Fettsack, ohne dass es irgendwie, ne, beleidigend zu meinen, aber ich meine, es stimmt ja. Ich glaube, er möchte echt nicht weiter vorankommen, wenn ich da nicht die Brücke platziere. Komm schon, du Drecksbrücke, mach jetzt doch kein Hackmeck. Ist die etwas länger? Kann ich mit der vielleicht ein bisschen was regeln? Ich hätte einfach direkt auf ihn raufgehen sollen. Ich hätte gar nicht erst warten müssen. Oh Gott, er hat's. Auf Wiedersehen, gute Nacht. Ich will dich nie wieder in meiner Umgebung haben. Ja, okay, seine Organe verbrennen sollen, so ruhig, mir egal. Ja. Ich frage mich gerade, wie ich Yunumo am besten hier hochkriegen soll. Ich weiß, die Brücke hilft mir und so, aber der möchte ja nicht mal hier die Felsen hochklettern, weil er das nicht kann. So, er bleibt halt an einer bestimmten Stelle stehen und denkt sich so, ja Bruder, muss los, wenn du mir nicht hilfst. Wo ist dein Problem? Komm doch einfach hier hoch. Wo ist dein Problem, Mann? Komm doch einfach bitte hier hoch. Er steht doch direkt. Du musst doch nur nur mit deinen fetten Steinfüßen diese Kackschritte machen und da hochkommen. Was ist dein Problem, Alter? Also weißt du, er hat gar kein Problem, witzigerweise. Er klettert diesen Berg. Wie hast du Yunumo da hochbekommen? Ich meine, dort, wo halt der Wächter war und du halt diese Brücke bauen musstest. Ja, da ist doch ein Weg links hoch. Ja, da ist ein Weg, aber er möchte hier nicht hochgehen. Und ich muss jetzt mit der Brücke jetzt anscheinend probieren, weil er es ansonsten nicht schafft. So, er möchte. Das Ding ist, er läuft alles so weit hoch, bis an diesen Punkt, wo halt hier oben dieser Pfad ist. Dieser Pfad ist, wo du halt die Brücke platzierst. Da möchte er nicht hochkommen. Okay. Er möchte nicht. Ich kann es dir gerne mal in Discord darstellen, aber er möchte nicht. Warte, ich mach's dir mal in Discord an. Guck's dir mal an. Ich meine, der Part ist jetzt eh vorbei, lol. Ja, das stimmt. Sollen wir Stopp drücken? Ja, aber guck dir mal ganz kurz an, was ich auf Discord dir teile. Ich schaue, siehst was du, alles? Du mir auf okay. Discord teilst. Ah, ja. Hallo, siehst du mich? Hallo, ich bin's. Ich sehe dich, hi. Guck dir das an. Hast du das auch gehabt? Na, huch, nein. Aber da musst du ja auch gar nicht hoch. Ja, wie, nee, da muss ich... Hä, was? Nee, aber hier geht's doch weiter. Hoch. Nee, also ja auch, aber geh mal wieder runter. Also jetzt in Richtung Yunumo. Und dann gehst du weiter ein bisschen da und dann gehst du da links hoch. Du Fettsack, der hatte gerade eben den Weg versperrt, Mann. Er hat's für easy, Gesicht... so geht's. Er hat mir den Weg versperrt und die Sicht versperrt. Du alter Fettsack. Und ich dachte, ich muss mir eine Brücke bauen, so. Was ist das für ein... da bin ich wieder. Ich wollte eigentlich nur diese Kack-Showcase ausmachen, aber gut. Ja, Brudingos, ja. Dann wären wir für heute durch und beim nächsten Mal geht's wahrscheinlich in den Titan rein. Und mal gucken, wer schneller fertig ist. Ja. Wir werden es sehen. Bis dahin. Bis dann und ciao. Ja, hauen Sie rein.